YouTube, wie geht's euch? Wir fahren heute nach Berlin und gehen Basketball spielen. Genau, wir betätigen uns sportlich. Wir treffen dort ein paar Freunde und dann nutzen wir das schöne Wetter aus. Es ist warm, schwül, aber ein bisschen windig, also genau richtig. Danach springen wir vielleicht nochmal in die Spree, mal gucken, was da noch so passiert. Und ja, also ich, wir, das sind wir beide hier. Ich bin heute mal nicht der Fahrer, ist auch mal schön. Und ja, also ich nehme euch mit und wir sehen uns gleich auf dem Basketballcourt. Bis später. Angekommen. Wir warten jetzt hier noch auf meinen Kumpel, den hole ich ab und dann laufen wir zum Basketballplatz, treffen dort hoffentlich noch ein paar andere und dann spielen wir ein bisschen. Da kommen sie! Da kommen sie! Fit? Ja. Hier zeige ich euch jetzt die Mitte von Berlin. Hier. Wir sind schon auf dem Platz. Wie ihr seht, ordentlich warm. Hier sind meine beiden Mitspieler. Wir sind leider heute nur zu dritt. Aber cooler Platz. Ist man gar nicht mehr gewohnt. Ziemlich aus der Puste. Also weiter geht's. Wir machen jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Erzählt doch mal, wie macht das Spaß oder, ja. Oder nicht so? Nee, es macht voll Spaß. Oder sind wir zu alt dafür? Nee. Ich denke, wir sind genau in dem Alter, wo man wieder anfangen sollte. Wir hatten hier noch Pause. Damit die hier ein bisschen flacher werden. Und es ist ein schöner Freizeit-Hobbysport. Wa? Du zerklopfst dir nicht so die Knochen wie beim Fußball. Trotzdem hier auf die Kondition. Und du brauchst deinen Oberkörper dafür. Du musst ja auch die Bauchmuskeln benutzen, um dich zu drehen. Also macht Spaß. Springen musste. Ja. Was sagst du? Marco, was sagst du nach? Mit 48? Man sollte auf jeden Fall Sport machen. Genau. Also, ab jetzt öfter. Wieder zu Hause. Erstmal unter die kalte Dusche. Und ja, es war geil, mal endlich wieder Basketball zu spielen. Es hat riesen Spaß gemacht.
Wer Lust hat, wer vielleicht aus Berlin ist, wir suchen immer noch ein paar Mitspieler. Treffen uns unregelmäßig, also vielleicht einfach mal in die Kommentare oder mir eine Nachricht schicken, wer Bock drauf hätte, uns da ein bisschen mitzuspielen. Ja, ansonsten war es das mit meinem Sonntag. Ich lege jetzt noch ein bisschen die Beine hoch. Und wie gesagt, wenn euch gefallen hat, Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke und ja, freue mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen.